Chanson des Monats. Bei Corso. Chanson des Monats. Und nach drei. Chanson des Monats. Was haben Sie diesen Monat vor, Herr Pigor? Ist es schon wieder so weit? Es ist Juli. Was ist los mit Europa? Was ist passiert mit der großen Vision? War's das jetzt mit der Integration? Die letzte Illusion von Opa? Was ist bloß los mit Europa? Europa. 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 Was ist los mit Europa? Wo ist er geblieben, der große Elan zwischen Alltagsgeschäft und Schlendrian? Von Notwendigkeiten getrieben, was ist davon übrig geblieben? Dabei ist Europa real, jedes Lebensmittelregal ist ein europäisches Fanat. Die bürgerlichen Freiheiten sind europaweit Selbstverständlichkeiten. Gerade jetzt im Juli zu den Stoßzeiten kommen sich die Europäer näher. Der Alltag gibt Europa recht, nur warum ist sein Image so schlecht? Was ist los mit Europa? Die Erfolge liegen doch klar auf der Hand, doch die Hand liegt hinter dem Tellerrand. Es klingt wie ein peinlicher Fauxpas, wenn einer sagt, du, ich bin für Europa. Brüssel. Brüssel. Defizite, ganz klar. Aber darum geht es ja. Die demokratische Kontrolle der Kommission, die viel zu kleine Rolle des Parlaments, das regelt sich nicht von allein. Sowas will erstritten sein. Der Euro in der Globalisierung, die Regulierung der Finanzmärkte, Sozialkarta und Mindestlohn, das wären doch Gründe für die Vertiefung der Union. Auch die Flüchtlingspolitik gehört auf den Prüfstein. Was ist los mit Europa? Warum macht es so eine schlechte Figur? Ist es jetzt völlig der Diktatur des Nächstliegenden erlegen und weigert sich, sich zu bewegen? Was ist los mit den politischen Klassen, die sich von den Kläffern aus den Käffern vorführen lassen? Den wahren Finnen, den wahren Ungarn, den wahren Monegassen und oh, den wahren Bayern, die andauernd Kraft meiern müssen. Dieses Hinterwäldlerpack holt bei jeder Gelegenheit den Nationalknüppel aus dem Sack. Und die wahren Dänen wollen Grenzkontrollen, womöglich wieder Schnaps verzollen, Wechselstuben wie jenseits von Guben. Isolationisten, mir san mir Populisten, JWD-Patrioten, Hinterposemuckel, Drittligisten, zwischen Kirchturm, Campanile und regionalem Größenwahn immer voran in die Zukunft mit St. Florian. Wo sind die Kosmopoliten, die transnational agierenden Eliten, um den Kläffern aus den Käffern mal europäisch die Stirne zu bieten? Was ist los mit Europa? Warum kam das Vorhaben so auf den Hund? Jetzt haben wir's geschafft bis zum Abgrund. Angststarr und national befangen. 27 Kaninchen umzingelt von Schlangen. Ich bin eigentlich Kabarettist und Querdenker. Ich werde dafür bezahlt, dass ich rumstänker. Und jetzt so Seite an Seite mit Helmut Kohl fühlt man sich irgendwie unwohl. Aber es hilft ja nichts.